Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Onkel Nupsi und nehme euch heute wieder mit in Conans große Welt. Ja, wie ihr wisst, haben wir beim letzten Mal die Bäschen ausgebaut. Das heißt, wir haben uns eine neue Time geschaffen. Und ja, heute geht's eigentlich weiter damit. Alle ein bisschen schick machen. So, ich dachte mir, also hier oben soll noch eine Balustrade rauf, auf der wir dann unsere Krieger postieren können, die uns die Feinde vom Hals halten. Und hier, da können wir natürlich auch noch irgendwie versuchen zu nutzen. Und dazu habe ich hier schon mal ein paar Decken gesammelt. Tja. Und somit ist das schon mal kein vergoldeter Platz. Richtig? Richtig. Ob wir da jetzt hier alles wieder machen können. Vielleicht will die tapfere Kriegerin sich da auch niederlassen. Oder. Wir werden sehen. Dasselbe könnte man natürlich hier auch machen. Die Frage ist nur, in welcher Höhe. Wahrscheinlich wäre das schon angebracht, wenn wir in der gleichen Höhe besetzen, wie auf der Seite da. Das heißt, wir müssten hier noch... Naja. Ist hier jetzt nämlich nicht weiter rüber. Aber ich könnte natürlich... Aber warum musst du doch so hoch? Ist ja Quatsch. Kann das auf der Höhe hier machen. Und schon ist es gut. Naja. Quatsch da oben. So. Alle. Aber das ist ja schon mal nicht so schlecht, glaube ich. Ob man das jetzt hier dann zumacht oder hier drinnen noch nutzt. Das können wir ja noch frei entscheiden. Jetzt zeige ich hier noch ein paar Fundis, die könnte ich natürlich auch noch alle machen. Man könnte da auch sein lassen. So. Okay, bringen wir die Fundis weg. Können wir hier in die Tonne hauen. Andere Fundamente haben wir hier nicht, okay. Bevor uns der große Hunger umbringt, gehen wir noch eine Runde. Ja, also wollte ich euch eigentlich ersparen, hier so das Sammeln und Jagen, aber ihr seht ja selber, wie schnell der trophiert, wa?
hat man ein bisschen was gesammelt und angespart und dann ist er doch schon wieder alle. Aber ich glaube, ich mache hier einfach an der Stelle einen kurzen Break. Sammel weiter. Ja, und ihr seid dann wieder bei, wenn wir oben das zu Ende, oder warte mal, wir machen hier noch. Ich guck mal, wie viel Decken wir jetzt herstellen können. Das sind 13, das ist ja näher zur Masse. Das können wir noch machen. Die packen wir da zusammen oben rauf. Mal erstmal sehen, ob wir da so überall hinkommen, wa? Wo wir hin müssen. Aber hier scheint es ja zu tun. Also. Die Frage ist nachher mit dem Raufstellen, ob das alles stabil genug ist, wa? Wenn wir jetzt hier irgendwie ein Häuschen raufstellen oder irgendwas. Ja, man könnte das ganze Teil natürlich hier riesig überdachen, wa? Das wäre ja auch schon. Also schon Hammer aussehen. Warum haben wir das hier abgebrochen? Hätten wir eigentlich noch eins weitergehen können? Ulkig. Ulkig, ich weiß nicht, warum das passiert ist. So, die letzten. Okay, da. Das war das. Tja. Ja, kann man hier unten ausbauen. Durchaus. So, und hier, wie wir denn die Balustrade umgestalten, das erschließt sich mir noch nicht richtig. Aber kommt Zeit, kommt Rat und dennoch der Dallatentat. Ganz klar. Schauen wir uns mal von oben an. Ja, das sieht schon ordentlich aus. Ja. Ja. Da kann man auch noch Wände runterziehen, dass das da nicht so kahl ist. Naja, wird doch. Ihr seht, es entwickelt sich. Die Ausblick, unglaublich. Also, ich würde sagen, in diesem Sinne, sagt Onkel Nupsi, tschö mit Ö. War eine kurze Sendung, aber ich wollte euch bloß auf dem Laufenden halten, was hier abgeht. So, mit mehr Bauvorhaben und weiteren Fortschritten melden wir uns demnächst zurück. Macht's gut, Däumchen nicht vergessen, schreibt in die Kommentaren, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, wenn euch hier was aufgefallen ist, was nicht so funktioniert, was sehr wahrscheinlich sein wird, oder was ihr anders haben wollt, einfach unten in die Kommentare. Ich versuch's umzusetzen. Alles klar und ciao, ciao.